Ja, hallo Leute, hier ist Arthur und ich werde euch heute ein kleines Review zeigen. Natürlich über Fingerboarding. Ja, es geht heute um das Hoveboard. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe keine weiteren Boards. Ich habe noch ganz viele von Close Up und so weiter. Aber Southboards speziell, weil, ja, es ist halt mein Sponsor. Und ja, also ich habe natürlich auch Black River Rams da hinten. Und hier unter dem Kasten sind noch mehr. Und da liegen noch meine ganzen Boards. Und da unten auch. Ja, aber ich werde von Southboards auch gesponsert. Bald kommt auch mein Sponsor-Pack. Da werde ich noch speziellen Unboxing zu machen. Und Reviews und alles mögliche und bla bla bla. Und ja. ja, das Board an sich ist sehr gut. Ich kann noch mal so ein Ollie machen. Kann man gut mit hoch, egal ob Fake geht. Oder sowas, oder man kann auch. Oh. Frontside Flip habe ich eben gemacht, da kann man gut mit Tricks machen. Ja, und die Verarbeitung ist echt also echt gut und Sport ist schlicht und nicht übertrieben im Style. Southboard, das Logo sieht ganz cool aus. Ja, die Achsen lenken auch sehr gut. Und ja, die Kugellagerräder, die rollen richtig lange. Kann ich mal demonstrieren hier vielleicht. So, jetzt fängt's an. Jetzt hört's auf. Also 2 Sekunden ungefähr rollen die Räder. Das ist schon für ein Fingerboard echt gut. Oder 2, 3 Sekunden, das ist schon. Ja, die Lenkung ist echt gut. Also ist auf jeden Fall eine Alternative, sogar eine sehr gute. Die kann auf das Southboard oder Southboards, das ist das Naturdeck, die können auf jeden Fall mit anderen Fingerboard-Marken mithalten. Ja, und wenn man halt die Tricks kann und da kann man auch mit dem, ist es für Anfänger gut geeignet, ist es auch für Profis oder Fortgeschrittene gut geeignet. Es ist halt ein gutes Board und ich finde besonders und so gut, die verkaufen die Boards nicht so teuer. Es gibt halt, wenn man sich die guten Boards halt mit dem ABEC, das ist jetzt ABEC 5 Kugellager in den Wheels, es gibt halt dieses ABEC 7 Kugellager, da kosten die auch schon mal über 35 Euro. Aber dann gibt es halt noch die Hardrams für 50 Euro, aber das, ja, das, wenn, ich finde, die Boards und die Rams gut und die würde man sich auch kaufen. Also die Hardrams, das geht auch noch mit dem Preis und die solltet ihr euch wirklich kaufen, auch als Anfänger oder als Profi. Ja, das macht halt Spaß. Das Board ist nicht so teuer. Das hier hat 16 Euro gekostet mit Versand. Kostet das ungefähr 20 Euro und echt Leute, es geht. Es ist bezahlbar, es ist gut verarbeitet und es ist ein prima Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich werde nochmal den Link unten in die Beschreibung einblenden und ja, das Board, also Southboards, ist wirklich eine gute Marke und das kann man, es lohnt sich wirklich, das zu kaufen. Hier, ich gebe euch wirklich einen Tipp, kauft euch so eine Board, sie sind echt cool. Ich komme wirklich gut damit hoch. Tricks man macht oder ein Frontside Pop Shove-It oder ja, oder ob es ein Laserflip ist, den kann ich mit dem Board auch gut. Man kann alle möglichen Tricks damit machen und ja, es werden 2 Rip-Tapes mitgeliefert. Das ist halt guter Service und ja, das war's. Das war halt das Review zu dem Board hier und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Reviews, Tutorials werden folgen. Ja, wenn ich jetzt Tutorials über Tricks machen soll, schreibt mich gerne an. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Habe ich kein Problem mit. Ich beiß nicht. Ja, das war's soweit und ja, man sieht sich. Haut rein.